Kinder, hier sind wieder die Mathelehrer aus Klasse 2 mit dem Mathefilm 19, Plusaufgaben mit Herz. Die findest du im Mathebuch auf Seite 52. Das ist die Nummer 2. Also schlagen wir direkt mal das Buch auf. Du schreibst natürlich wie immer die Seite und die Nummer in deinem Heft als allererstes und kannst auch schon Aufgabenteil A dort eintragen. Ja, wir lesen hier mal die Aufgabenstellung vor. Hier die Nummer 2. Lege oder zeichne die Plusaufgaben. Ergänze zum großen Nachbarzehner, zerlege die zweite Zahl. Für deine Geheimschrift brauchst du einen roten und einen blauen Stift und natürlich auch für die verliebte Zahl brauchst du den roten Stift und mit deinem Bleistift schreibst du die Aufgaben auf. Du lässt erstmal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kästchen frei für die Geheimschrift und trägst dahinter die Aufgabe ein. Die lautet 25 plus 8. Jetzt nimmst du die erste Zahl, das ist die 25, und zeichnest sie in Geheimschrift. Natürlich auch mit Linear. Ein Zehner, zwei Zehner, und 5. Trägst du auch mit einem Strich ein, denn 5 ist ja die Hälfte von 10. Jetzt wollen wir aber die zweite Zahl nicht einfach wie sonst auch immer unten drunter hinschreiben und hinzeichnen, sondern wir wollen zum großen Nachbarzehner ergänzen. Dabei helfen dir die verliebten Zahlen. Deswegen den Strich einmal unter die Aufgabe setzt, die Zahl, dann schreibst du nochmal die erste Zahl und dann schaust, was die verliebte Zahl zu 5 ist. Als zweite Zahl hast du ja die 8 und die verliebte Zahl zu 5 ist aber nicht die 8, sondern wieder die 5, denn 5 plus 5 ist 10, also musst du die 8 wieder zerlegen in zwei Zahlen. 5 plus 5 sind gleich 10, deswegen können wir hier in der Geheimschrift 25 plus 5 erstmal zeichnen, sind 30, 5, dann kommen noch 6, 7 und 8, weil die zweite Zahl ja 8 sind dazu, also nochmal 1, 2, 3. Und dann haben wir einmal 25 plus 5, sind gleich 30. Und 30 plus 3 ist gleich 33. Also haben wir mit Hilfe der Geheimschrift und der verliebten Zahlen die erste Aufgabe gelöst. Machen wir weiter. Wir lassen eine Zeile frei in der B. Hier lautet die Aufgabe 63 plus 9. Wieder 1, 2, 3, 4, 6. Kästchen freilassen, die Aufgabe hinschreiben. Danach wird die erste Zahl, die 63, in Geheimschrift gezeichnet mit Lineal. Wir haben 6 Zehner. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist eine kleine Lücke wegen der Kraft 5. 6er, 10er und dann noch 3 1er Päckchen. So, jetzt wollen wir aber auch wieder zum großen Nachbarzehner zur 70 ergänzen und deswegen schauen wir wieder, dass wir mit den verliebten Zahlen das Ganze hinbekommen.
Strich setzen. 63 hinschreiben. Das Herz und die 3. Wir wollen schauen, was die verliebte Zahl von der 3 ist. Und das ist nicht, leider nicht die 9, sonst müssten wir gar nichts mehr tun, sondern das ist die 7. Also müssen wir die Nummer 9, also die zweite Zahl, wieder zerlegen. Wir ergänzen erstmal zum großen Nachbarzehner per Geheimschrift. Einmal 1, 2, 5, 65 und dann können wir noch mit einem 5er-Strich zur 70 ergänzen. 1, 2 plus 5 sind 7, aber wir wollen ja zu 9, also 8, 9, müssen also noch 2 Einerplättchen hinzufügen. Da wir noch 2 Einerplättchen hinzugefügt haben, müssen wir hier auch noch 2 hinzufügen. 63 plus 7 haben wir ja hier schon per Geheimschrift gezeigt, ist gleich 70. Und 70 plus 2 ist gleich 72. Und so haben wir per Geheimschrift der verliebten Zahlen und der Zerlegung der 9 den Zehnerübergang geschafft und gerechnet 63 plus 9 ist gleich 72.